Das Fachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Verdammt, wo willst du hin, Lincoln? Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnöcke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gail dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Stell die Säcke auf den Tisch da. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Hatte ich auch nicht, bis ich das hier gesehen habe. Zumindest haben wir mit Öl nicht überall diesen scheiß Ruß. Früher mussten wir einen Nigger holen, der mit einem Schlauch die ganze Scheiße von den Wänden... Gott, war dieser Kerl ein Arschloch.
Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns drankriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Scheiße, ich bin hundemüde.